Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben zuerst mal in der letzten Folge zwei Nachrichten bekommen. Einmal von Mitch Anderson. Was meinst du? Atemberaubend, findest du nicht? In echt ist das Teil noch schicker. Komm doch mal vorbei. Kannst auch Penham ein bisschen aufmuntern. Und Claire Russell, erstes Rennen. Hey, wie? Hab die Koordinaten für unser erstes Rennen. Wir qualmen den Konzernen schön ihre Gärten zu. Zuerst in Vista del Rey, damit sie das gar nicht ignorieren können. Dann gehen wir den braven Bürgern von Glen auf den Sack. Machen heftig Krach am Corpo Plaza und zum Schluss geht es zu den Docks in Wellsprings. Wir treffen uns an der Startlinie Martin Luther King Boulevard, Ecke Skyline East. Meld dich, wenn du da bist. Sehen wir dann, wenn ich da bin. Danke. Okay. Jetzt ist die Frage. Entweder das Rennen. Ja, Penham ist wieder sehr weit draußen. Könnten das hier machen. Das ist ziemlich in der Nähe. Trifft dich mit dem mysteriösen Kunden im Notel Motel. Unbekannte Nummer, anonymer Klient, ein geheimes Treffen in einem Hotel. Dieses ganze Mysterium ist so nebulös, dass ich fast die Hand vor Augen nicht mehr sehe. Frage mich, was als nächstes auf dich zukommt. Ich würde sagen, wir machen das heute mal, weil das eben, wie gesagt, ziemlich in der Nähe ist. Okay, jetzt erst noch den Überfall. Was ist der Ring in Kabuki? Okay, gut, wir könnten auch die zwei hier dann noch auf dem, die drei Sachen auf dem Weg machen. Mal schauen, wir gehen zuerst hier zum Überfall. Dann geht's weiter. Der Überfall ist ja gleich hier um die Ecke. Hat sich jetzt nicht gelohnt, wirklich einzusteigen. Der lebt noch da hinten. So, jetzt nicht mehr. Sorry, ich lieb's einfach Sachen im Leben zu laden. Caution, Biohazard. Okay, hier ist unser Quest-Item drin. Sehr viel Biohazard-Stuff hier. Aber wieso? Wo ist deine Waffe? Ah, da.
brennbares Material, 100 Gasflaschen mit Stickstoffmonoxid. Was ist die Stickstoffmonoxid? Fürs Lagerhaus, aber Vorsicht, erhöhtes Brandrisiko wegen Verschleiß. Naja. So erhöhtes Brandrisiko jetzt auch nicht. Das ging schnell und einfach. Dann gleich zum nächsten. Dann machen wir einfach auf dem Weg ein paar Dinge. Okay, links runter wäre besser gewesen und einfacher. Naja. Man kann ja nicht alles wissen. Diesen Stadtteil hier finde ich sehr cool, weil das ist, hat ein bisschen sowas von San Francisco-mäßiges. Diesen ganzen Hügeln und so weiter. Wait. Da oben gab's was. Achso, das ist der Ring. Der Ring von Kabuki. Assassine. Ich lieb's. So einfach geht's. So einfach geht's. Niemand hat was mitbekommen. Von wo weh euch kalt gemacht hat. Es ist interessant, dass wir hier schleichen manchmal fast besser gelegt als in anderen Spielen, wo Schleichen eigentlich mehr vorhergesehen ist. Hallo? Alter, sind das alles Drogen? Es gibt immer wieder schön viele Waffen und Stuff. Looten, ja, alles Drogen hier. Aber sonst gibt es auch nichts Spannendes. Da oben gibt es noch was zum Hacken. Aber das war's dann hier auch schon wieder. Ziemlich einfach. So, dann gleich. War das das gar nicht? Hä? Habe ich was übersehen? Ach so. Sorry. Ich brauche Ihre Hilfe.
Nee, das ist irgendwie Spam. Belohnung Michiko Ogata Eddie Blasik. Eddie hat eine gute Stelle gefunden, an der wir euch die Kohle finden lassen. Ich schicke dir die Koordinaten, Anhang. Aber teilt es brav unter euch auf, okay? Ist genug für alle da. Was immer du willst, meine süße japanische Königin. Übrigens hatte ich eine Idee. Ihr könnten doch eure Ware in unseren Streifenwagen durch Kabuki schmuggeln. Da würde niemand nachsehen. Ziemlich clever, oder? Natürlich würde euch das ein wenig extra kosten. Wär nicht so gierig, Eddie. Wir kommen klar, solange ihr die Schnauze haltet. Ach, und außerdem gab es keine perfekten Königinnen in Japan. Okay. Aber wo jetzt die Belohnung ist, habe ich jetzt auch nicht erfahren. Naja. Ah, doch hier. Hier zum Polizeiversteck. Junge, ich steige da noch 10-mal ins Auto ein und aus. Was ist denn das? Purple Regenew Kitsch. Muskelshirt und 2500. Danke dafür. Ist hier sonst noch was? Das Lied meinte ich vorhin. Ich finde es sehr cool. So, jetzt geht's weiter. Cyberpsycho-Attacke. Für Regina Jones. Und Auftragskiller. Und dann Violence. Sorry, dass ich das manchmal ein bisschen immer so hin und her mache. Aber... ich meine so. Junge! Need to get your optics checked. Ah! Ernsthaft. Aber so erledigen wir wenigstens Nebenaufträge mit Nebenaufträgen. Wenn man das so sehen kann. Und kommen trotzdem ja auch weiter. Okay, das sieht mir nach ein bisschen was größerem aus hier. Lass mal kurz schauen, wieder die Pistole ausrüsten. Die nicht tödliche Waffe. Wir müssen jetzt aber an der Polizei vorbei. Oder sind schon alle tot? Befehle. Alarmstufe Rot. Lieutenant Mauer. Kritisch. Ziel zeigt Symptome einer Cyberpsychose.
Ergebnis der telefonischen Rücksprache mit dem Arzt: negativ. Behandlung unmöglich. Das Ziel befindet sich an den angegebenen Koordinaten, wo es auf die Ankunft von Sanitätern wartet. Plötzlicher Angriff nicht auszuschließen. Warnung: Das Ziel ist mit militärischen Kampfimplantaten ausgestattet. Höchste Vorsicht ist geboten. Sobald die Bedrohung neutralisiert wurde, schicken Sie den Bericht über die verschlüsselten Kanäle. Oh, wow, wow. Auf was ist sie allergisch? Resistent gegen Fähigkeiten befreien, Sande Wistern MK1. Nicht gut. Smoky Eye, optische Tarnung. Oh shit! Audioschock, Optik, Neustart. Sehe ich schon. Keine Angst. So viel Schaden macht sie gar nicht. Okay, doch ein bisschen. Okay, ich glaube, sie ist down. Okay, selbst das Militär konnte hier nicht viel ausrichten, wie es aussieht. Aber lebt sie denn noch oder habe ich sie jetzt ganz getötet? Das ist jetzt die große Frage. Ah, shit. Sie ist ganz dead. Ich habe einmal zu viel darauf geschossen. Lieutenant Mauer. Alarmstufe rot. Verstanden, ich lese Ihren Bioman. Bioman, beschreiben Sie Ihre Symptome. Zuckungen, Krämpfe. Ich kann meine Implantate nicht abschalten. Aggressionen. Ach so, verstanden. Den Bioman-Daten zufolge steht ein unvermeidbarer Verlust der Selbstbeherrschung bevor. Bald. Oh Gott, bitte nicht. Bitte, rufen Sie nicht Maxtech. Ich brauche einfach nur ein paar Beruhigungsmittel. Natürlich machen. Machen Sie sich keine Sorgen. Militech kümmert sich um seine Leute. Begeben Sie sich an diese Adresse. Das ist etwas abgelegen, damit Sie niemandem wehtun können. Unsere Sanitäter sind schon unterwegs und bringen Sie dann in eine Klinik. In ein paar Tagen geht es Ihnen wieder gut. Vielen Dank, vielen Dank. Keine Ursache. Wenn Sie alles für den Konzern geben, gibt der Konzern auch alles für Sie. Militech. Ja. Stimmt dann wohl nicht ganz. Sie ist sowieso schon tot. Hab einmal zu viel drauf geschossen, schade. Schade. Regina Jones. Hey, ich habe Infos zu Mauer. Sie gehörte wohl mal zum Militech SEK, fühlte sich plötzlich schlecht und hat beim Konzern angerufen, dass die Hilfe schicken. Stattdessen kam ein Erschießungskommando. Hör zu, sie hat es nicht überlebt. Aber das lag nur daran, dass Selbstverteidigung
meine einzige Option war. Stimmt nicht ganz eigentlich. Wollte ich es ja versuchen, aber... Schade, dass du sie umbringen musstest. Mauer trug experimentelle Kampfimplantate in sich. Wer weiß, vielleicht hatte ihr System irgendwelche Aussätze. Möglicherweise hätten wir ihr noch helfen können. Aber okay, dein Geld ist unterwegs. Aber nächstes Mal könntest du dich ein bisschen mehr anstrengen. Hey, Junge. Oder Mädel. Ich hab's versucht. Aber leider doch einmal zu viel drauf geschossen. Schließlich habe ich ja extra die Waffe, dass ich eigentlich die Leute nicht tödlich erledigen kann. Aber das hilft leider auch nicht immer. Was ist denn das hier? Spannende Sounds. Game is more stressful than life itself. Granaten abgegradet. Nice. Sieht spannend aus hier. Fedot Melnikov. Naja, okay. Ein bisschen Drogen verseucht. Kann man irgendwie hoch? Sorry, interessiert mich gerade. Weil sie einen Übergang hat. Da irgendwas gibt. Aha. Aber eine Leiche. Jada Archer und Tom Christopher. Ich will ihn, seine Kraft, seine breiten Schultern, sein Selbstbewusstsein. Ich will, dass er mir gehört. Glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Doch, meine Entscheidung steht. Ich werde ihm alles nehmen. Ich werde seinen Schmerz und seinen Verlust einfangen, bis er sich zu meinen Füßen windet. Okay, hör zu. Du machst dein Geldbeutel auf, also besorge ich ihn dir für dein BD. Aber der Typ hat Connections. Typen, die ihn suchen, wenn er weg ist. Bring ihn mir. Ich muss ihn einfangen. Meinetwegen. Aber denk dran, du bezahlst mich nicht, um eventuelle Konsequenzen zu beseitigen. Jemand, der also BDs gedreht hat, wahrscheinlich. Eine leere Nachricht. Aber leider hat sie es wohl ein bisschen übertrieben. Wie es scheint, ist es ein Safe? Kein Safe. Feindliche Bereich. Wieso das denn? Also ja klar, wegen der Drohne, aber... Wieso ist hier überhaupt ein feindlicher Bereich? Ist jetzt die Drohne abgestürzt? Ernsthaft? Was mache ich hier bloß? Wo bin ich? Keine Ahnung. Wait. Spannend. Oleg Orolov und Hal Kantos. Und? Ich brauche noch 2 Tage. Das hast du vor 2 Tagen auch gesagt. Wenn es dir nicht gefällt, nimm die Drohne halt wieder zurück. Aber ich glaube nicht, dass dir jemand anderes für die mickrigen Eddies
die du mir zahlst, eine Moth RHT-1 hackt. Mal abgesehen vom Rekalibrieren des IFF-Systems. Schon gut. Aber das Ding sollte diesmal wirklich in 2 Tagen funktionieren. Dann komme ich es nämlich abholen. So oder so. Ist mir gerecht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, was ich hier mache. I don't know. Frag mich nicht. Sand 30 Quick Hack Komponente, Kategorie 2. Oh nice, das hat sich gelohnt hier oben. Okay, man könnte jetzt darüber springen. War ich hier schon? Vor allem sieht hier alles gleich aus. Ich glaube, ich war hier schon, oder? Nee. Ah, da ist die Drohne. Die sind hier anwesend im Hacking drin. Oder im BDs drin. Jotaro Shobo. Ring a bell? Guy's a fucking psychopath. Records himself torturing joy toys and sells that shit to like-minded scumbags. The Mox finally tracked him down. This is your chance to give this fucker what he deserves and earn a little scratch while you're at it. More on this sicko attached. Okay. Schaue ich mir gleich an. Na, Leute. Ihr wohnt hier alle ein bisschen weird. So, auf dem Dach. Wenn man das denn überhaupt wohnen nennen kann. Doch hier war ich schon. Alter. Hier ist auch irgendwas. Militech Apochisan der Vestan. Nice. Neurotoxinmesser. Alter, das hat sich ja mega gelohnt, hier hinzukommen. Wahrscheinlich stelle ich zwar hier Dinge von irgendjemandem, aber selber schuld, wenn das hier drum liegt. Kameradach? Okay. Dateien. Verfügbar. Angebot für nächste Woche. Cindy Layton, schwarz, 17 alte Kaldos. Ausreißerin. Eine Woche in NC. John Ketchmarek. Weiß, 19, weiß aus Nevada. 3 Tage in NC. Jerry Buck. Weiß, 24 aus Kabuki. Weiße, beide Eltern tot, lebt auf der Straße. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Der asiatische Junge, der für Jotaro gedacht war, hatte einen starken Anfall. Einfach so. Er ist am Leben, aber extrem geschwächt. Ich bezweifle, dass Jotaro großes Interesse an ihm haben wird. Ich könnte ihn gegen den Jungen tauschen, der für Downtown gedacht war. Das könnte Schwierigkeiten nach sich ziehen. Deine Entscheidung. Okay,
Zieh den Austausch durch. Ich versuche den Downtown-Konzern zu beschwichtigen, so gut ich kann. Lieber so, als Chataro zu enttäuschen. Internationale Küche? Guten Morgen, werter Herr. Heute biete ich Ihnen ein neues Gericht, das Ihrem kultivierten Gaumen zusagen dürfte. Zutaten: ein schwarzes Lamm, zwei männliche rosa Ferkelchen und für die feine asiatische Note eine junge Henne und ein Hahn. Insgesamt 5 junge Shootingstars, die sich glücklich schätzen würden, in einer ihrer Produktion mitzuspielen. Wichtig: bitte tragen Sie die im Paket mitgelieferte Salbe auf Ihren Biomonitorwunden auf. Es wäre doch ein Jammer, wenn Sie mitten in der Aufnahme an einer Infektion sterben würden. Außerdem habe ich alle mit GPS ausgestattet, was einer von Ihnen beschließt, einen allzu langen Spaziergang zu machen. Und das Wichtigste: haben Sie Spaß. Mit dem heutigen Tag gehören Sie Ihnen. PS: ich weiß, Sie mögen keine Überraschungen. Deshalb habe ich persönlich Ihren Hintergrund gecheckt. Keine und keiner von Ihnen hat je professionell gefickt. Es ist also an Ihnen, Sie davon zu überzeugen und eventuell zu brechen. Ich hoffe nur, diesmal sind Sie etwas robuster. Mit weichen Zutaten kann ich nicht kochen. Ich hinterfrag das jetzt alles mal nicht unbedingt. Irgendwie gefällt es mir hier dann doch nicht unbedingt so gut. Was war jetzt das bitte? Mega viel Blut. Naja, okay. Also schon wieder Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Cyberpunk 2077. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.